Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLiFE Universe Video. Heute gucken wir uns zusammen die neue Astria Map an. Und wir fliegen einfach mal kurz ein bisschen drüber. Also es wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, weil sie ja doch relativ groß ist. Aber ja, ich dachte mir, das ist eigentlich mal eine ganz gute Idee. Dann kriegt man einfach mal so einen Eindruck davon und viele Leute von euch werden zwar das wahrscheinlich selber schon gemacht haben, einfach nur um zu sehen, wie es dort so ist. Aber die meisten werden ja nicht direkt in Astria leveln können wahrscheinlich. Ich habe ehrlich gesagt sogar bei mir selbst Zweifel, ob das gut funktionieren wird. Aber ja, man fängt hier oben an in der Abandoned Errands Factory. Wir fliegen jetzt mal zum Eingang. Hier sehen wir schon ein paar Yetis. Und die Exo-Berries sehen wir hier auch schon. Okay, also ich direkt schon mal Handschuhe besorgen ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Genau. Scheinen aber keine sehr krassen Spots zumindest jetzt noch nicht zu sein. Also die, an denen wir vorbeifliegen. Argos gibt es natürlich, was sehr ungewohnt aussieht. Yetis mit Argo überm Namen, überm Kopf ist sehr, sehr seltsam. Oh, die Medomets sind ja riesig. Wow, die Captains. Okay, das hier ist die stillgelegte oder verlassene Aerons Fabrik. Genau, erinnert sehr stark an Steel Knight. Haben wir aus den Preview-Bildern immer schon gesehen. Und hier ist auch schon gut Action anscheinend los, genau. Hier würde ich sagen, ist die Mobdichte ein bisschen besser. Oh ja, definitiv. Das scheint ein guter Spot zu sein hier. Oh, damn. Oh ja, oh wow. Okay, das ist definitiv ein guter Spot. Okay. Es sind auf jeden Fall schon einige Leute am Stissel. Genau. Hier ist natürlich ein bisschen nervig mit dem Hoch und Runter, mit dem Terrain. Also entweder du bist oben oder du bist unten. Ist halt wie ein Dark on 1 im Endeffekt. Ja, du kannst halt nicht alle Mobs auf einmal nehmen. Ja. Also außer du startest oben, springst dann runter, das müsste schon gehen, aber genau. Aber hier, na gut, okay, jetzt haben sie wahrscheinlich gerade eine AOE gepullt, genau, da pullen sie gerade. Ja, aber dieser mittlere Spot sieht ganz gut aus, mich wundert es, warum da gerade keiner levelt. Ach, nevermind, stimmt, einer war ja da, nevermind. Ah, okay, nevermind, hier sind drei Leute. Wo zum Teufel waren die, als ich gerade drüber geflogen bin? Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Genau. Das war eigentlich eh schon ein sehr großer Teil von Astria. Oder wahrscheinlich ein sehr charakteristischer vom neuen Astria. Jetzt sind wir dann quasi im Frozen Forest, wo wir schon gerade waren. Weil ich nicht wirklich ein Forest-Gefühl habe. Dafür sind es dann tatsächlich zu wenige Bäume. Aber eigentlich ganz gut gemacht, dass hier alles sehr offen ist. Oh ja, hier ist... Oh, damn. Hier ist ein guter Astria-Spawn. Holy... Yeti-Spawn, meine ich. Schau dich mal die Minimap an. Okay. Wow, wie viele Agros hier nebeneinander stehen. Alright, alright. Nicht schlecht. Gut, hier ist die Brücke, die man auch schon aus den Previews gesehen hat. Ich würde sagen, wir fliegen direkt mal drüber. Das war quasi früher mal die Startzone von Astria, diese Brücke. Und ich meine, in der Preview war es ja tatsächlich so, dass man hier leveln konnte unter der Brücke. Das scheint jetzt nicht mehr so zu sein. Wenn ich das mal so sagen darf. Oder vielleicht gibt es noch andere Brücken, das kann natürlich auch sein. Ich meine, in der Preview wurden Geister getötet unter der Brücke. Na, die armen Leute, die unter der Brücke wohnen, ne, werden immer getötet. Genau. Okay, und dann ist es wie im alten Astria, du fliegst über die Brücke und bist direkt bei Mutant Augo bzw. Augo. Also das ist zumindest ein bisschen oldschool geblieben. Vom Prinzip her. Die Augos wirken irgendwie winzig. Kommt mir fast so vor. Genau. Hier ist auf jeden Fall noch kein krasser Spawn. Oder die wurden gerade gekillt. Das kann natürlich auch sein. Na, ein guter Augo-Spawn. Oh, hier sind schon die Mammuts. Tatsächlich. Okay. Ah ja, hier ist tatsächlich noch eine Brücke. Ah, okay. Naja, tatsächlich. Und hier ist auch noch eine Brücke, genau. Wow. Okay, das ist auf jeden Fall ein krasser Spawn für Facetank. Oh je, es müsste der ja richtig krass sein. Nicht schlecht. Okay. Okay, hier ist die Brücke. Was verbindet die Brücke denn dann eigentlich? Was ist das hier? Frozen Lakes. Mehrzahl. So, einer ist oben, einer ist unten, oder was? Okay. Das ist einfach eine Abtrennung der beiden Spots. Aha, okay. Wobei der untere deutlich heftiger aussieht, fliegen wir mal noch ein bisschen nach oben. Achso, dann kommen dann auch wieder die Ancient Mammuts. Also die Ancient haben halt viel mehr...
Wow, okay. Okay, also Frozen Lake Action auf beiden Seiten, okay. Oha, okay, hier wird die Action abgehen. Da können ja fast drei Leute nebeneinander leveln. Ja, das ist der nächste Berry Carrier. Genau. Alright, dann fliegen wir noch auf den High Mountain oder die High Mountains. Was es da noch so gibt. Und dann haben wir noch die Geister. Die Castle Ruins haben wir hier auch noch. Da bin ich auch schon gespannt. Und natürlich das Asria Village, wo man das ja schon aus den Preview-Bildern gesehen hat. Genau. Riesige Bäume. Also dieser Waldaspekt finde ich beim Yetis ist ein bisschen zu kurz gekommen. Wobei man halt ganz klar sagen muss, wenn sie da wirklich überall Bäume hingeklatscht hätten, wäre es nicht geil gewesen, ne? Sage ich auch gar. Oh! No way. Sie machen einen riesigen Berg in die Mitte und auf den kann man nicht mal drauf gehen? Oh, come on, man. Oh mein Gott, ich bin stuck. Oh mein Gott! Oh mein. Oh man, that's so typical, man. Alter, Flive, das ist so typisch Flive. Oh mein. Bro! What is happening? Ach man, ich will keinen Blinkwing benutzen. Wir waren noch nicht fertig, uns fehlt noch die andere Hälfte. Und ich habe noch keinen Asria-Blinkwing. Ein Town-Blinkwing wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder? Vielleicht, maybe. Wir werden sehen. Ah, ich lande safe in Flaris. Flaris oder Darkon 1. Darkon 2? What? Das war am weitesten weg von den drei Optionen. Okay, wir sind zurück. Also das mit dem Berg finde ich ja mal richtig bescheuert. Also ich meine, klar, da oben wird nichts sein, wenn du nicht hin kannst, aber wieso kann man nicht hin? Das ist einfach so dieses typische veraltete Design. Ich meine, selbst wenn dort nichts ist, lass doch die Spieler da einfach hingehen. What's the problem? Lasst uns doch einfach da hingehen. Okay, hier ist so eine kleine Piste anscheinend. Pfeile des Todes. Maybe. Genau, und hier ist die Brücke, wo man die Kings bzw. die Ghosts drunter töten konnte, genau. Und dann haben wir noch das verlassene Castle. Beziehungsweise die Ruinen davon. Ja, hier leveln tatsächlich auch schon Leute. Okay. Also fast ein bisschen wenig, oder? Ist das schon alles? Oh, ich hatte schon gedacht, dass wir so eine Burg sehen. Da ist noch ein bisschen mehr. Also eine halbe Burg, wo man zumindest so ein bisschen reingehen kann. Ja. Nee. Schade. Ah, okay, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, klar, es sind auch Ruinen, aber naja, nur noch die Überreste davon. Hier ist auf jeden Fall ein krasser Spawn. Holy crap, ja. Hier unten in der Mitte ist ein krasser Spawn. Holy! Zieht euch die Minimap rein. Was? Was zum Geier? Oha, ist der groß, der Violet King. Holy crap. Violet Monarch. Damn. Der sieht scary aus, actually. Alright. Da hinten sind noch zwei Gebäude auf der Karte. Ist da noch ein Sch Oh, da ist zumindest ein Torbogen. Ach, sowas habe ich gesucht, aber sieht auch nicht so aus, als wäre es ein richtiges Gebäude noch. Ne. Ja, ist ein bisschen schade. Und die Texturen sind ein bisschen. Haben eine ziemlich schlechte Auflösung, tatsächlich. Also, ich spiele auf extrem hoch oder höchste Einstellung. Hoch. Maximale Qualität. Sehr hoch. Also. Wüsste nicht, wie man das noch besser kriegen sollte. Schade. Also, so eine kleine Burg, so eine halbeingestürzte, wäre schon nicht schlecht gewesen. Vielleicht nervig, aber. Damn. Also, ich glaube, die Kings haben den besten Spawn. Das hört ja gar nicht mehr auf der Minimap. Holy moly. Aber halt auch viele Hindernisse. Und jetzt haben wir das Asria-Dorf. Und neue Musik. Alright. Also die blauen Fackeln habe ich ja vorher schon gesagt, die finde ich sehr cool. Die Gebäude sind ein bisschen klein geraten, würde ich sagen. Genau. Loadlight haben wir natürlich am Start. Ja, ich finde die. Ge
Gebäude sind ein bisschen klein. Aber okay. Why not, I guess? Das ist eine Quest für weiter. Und hier haben wir noch diesen Wasserfall, den wir uns vorher nicht angucken konnten, weil unsere Erkundungstour ja gestoppt wurde. Genau. Aber wir können jetzt nicht hoch auf den Berg, egal. Dann können wir noch hier unten hinfliegen. Hier war immer die Kuhle. Also hier in dem Bereich müsste irgendwo die Kuhle liegen, hier wahrscheinlich. Das heißt, der OG-Mammut-Spawn müsste. Hier ist auf jeden Fall was, direkt bei Asria. Okay, die sind wahrscheinlich ein bisschen weiter nach links gemoved worden. Das sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall. Also von der Größe her, was sagen wir? Sind wir von der Größe her enttäuscht oder nicht? Es ist auch genau wie früher. Augus, Mammuts, alles überschneidet sich so ein bisschen. Oh, da ist der Violet-Mammut. Damn. Der ist gar nicht so groß tatsächlich. Ich glaube, der Violet Monarch ist größer als das Mammut. Was zum Teufel? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Genau, aber ja, Kuhle müsste eigentlich weiter rechts sein, aber das sind offensichtlich die Kings. Ja, aber was sagen wir? Sind wir begeistert oder ja? Also ich würde sagen, die Größe ist das absolut Mindeste bei den Problemen, die man in der Vergangenheit hatte. Das Problem ist halt nicht die Größe vom Gesamtgebiet. Das Problem ist ja immer die Größe von den höchsten Spawns. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass der Spawn von den Ancient Mammuts tatsächlich auch wieder zu klein ist. Trotzdem, dass er, wie ich es vorher schon gesagt habe, zwei richtig heftige, wo wir vielleicht drei, vier Leute leveln könnten, theoretisch. Ich fürchte, er ist trotzdem wieder zu klein. Weil jetzt natürlich nicht. Aber was ist in 3, 4 Monaten, wenn wirklich mal sehr viele Leute auf Level 130 plus sind? Dann wollen die ja alle bei Ancient Mammuts leveln. Und ich weiß nicht, ob das reicht. Im Endeffekt, dieses Gebiet hier ist Ancient Mammut. Also die Frozen Lakes sind im Endeffekt Ancient Mammut, kann man sagen. Genau, und nicht mal vollständig. Kanibal ist ja auch noch ein bisschen. Ob das wirklich reichen wird, ist halt wirklich die Frage. Es wird, denke ich, besser sein als in der Wüste. Das schon. Ich meine, schlechter als Wüste geht fast gar nicht, ganz ehrlich. Also Wüste ist legit grottenschlecht gewesen. Aber es könnte sein, dass man hier trotzdem auch wieder irgendwann in Probleme läuft. Aber wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Aber ja, im Endeffekt 50% der Frozen Lakes und ein bisschen darüber ist quasi Ancient Mammut. Ist ein heftiger Spawn, versteht mich nicht falsch. Aber wir haben halt immer noch nur drei Channel effektiv. Also, ja, wir werden sehen. Das war auf jeden Fall Asria, kleine Tour. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich selber ein Like und ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Flyve Universe Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.